Das magische Dreieck, die Barcamp-Liste, Ehrenamt, Marketing, Sponsoren, Planungsunsicherheit, Finanzierung und das Barcamp Stuttgart. Unsere Themen heute mit meinem Gast Jan Theofel. Der Social Media Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Ich liebe Barcamps. Das habt ihr sicher schon mal irgendwo in einer Episode hier im Social Media Schnack Podcast gehört. Auch dieses Jahr darf ich wieder an vielen Barcamps teilnehmen. Münster, Dieburg, Hamburg, Berlin, Stuttgart. Da steht noch einiges auf meiner Liste für 2024. Eine gute Zeit, um mit jemandem zu sprechen, der Barcamps professionell organisiert und damit seinen Lebensunterhalt bestreitet. Genau das ist Jan. Wir plaudern über unsere Einblicke in die Welt der Barcamps, ihre Bedeutung, über Organisation, Teilnahme, Teilgabe, Gestaltung von Barcamps sowie die Entwicklung und Zukunft dieses Veranstaltungsformats. Jan erklärt das magische Dreieck und die Balance zwischen dem fachlichen, dem Team und dem individuellen Aspekt. Wir werfen einen Blick in die Veränderung und auf die Veränderung in der Barcamp-Landschaft, insbesondere im Kontext der Pandemie. Und wir widmen uns der oft angesprochenen Planungsunsicherheit und die Schwierigkeit, Sponsoren für öffentliche Barcamps zu finden. Ein cooles Gespräch. Besten Dank, Jan. Bevor es losgeht. Wenn du magst, unterstütz gerne den Social Media Schnack Podcast. Das geht, indem du den Podcast auf den Plattformen gerade bei Apple Podcast und Spotify bewertest. Ich würde mich sehr freuen, wenn du den Moment Zeit nehmen kannst. Oder wenn du Lust hast, spendiere mir einen Kaffee unter kaffee.social-media-schnack.de oder komm gerne in den WhatsApp-Kanal vom Social Media Schnack. Hier gibt es immer mal News, Ankündigungen aus erster Hand. Und wenn dir diese Episode gefällt, schau doch mal auf Social Media Schnack vorbei. Dort findest du alle anderen Episoden und Links zu den Plattformen, auf denen du mir folgen kannst. Aktuell läuft übrigens noch bis zum 25. Juni eine Buchverlosung im WhatsApp-Kanal und in der Podcast-Episode 133. Aber jetzt rein in das Gespräch. Das Thema Barcamp lässt mich natürlich auch genauso wenig los wie meinen heutigen Gast. Er verdient damit Geld, das ist eine Sache, aber er ist auch ein verdammt alter Hase in diesem Business. Jan Theofel ist da, unter anderem Barcamp Stuttgart ist nur eines von ganz, ganz vielen Barcamps, die er im Laufe der Zeit schon gemacht hat. Das Barcamp Stuttgart, eines der ältesten oder sogar das älteste öffentliche, da werden wir gleich auch noch ein bisschen drüber plaudern. Aber heute geht es unter anderem um die Organisation, um das, was Barcamps ausmachen, was Menschen tun können, um daran nicht nur zu partizipieren, sondern das Wichtige, nämlich mitzumachen und es mitzugestalten, wie man das Ganze intern oder öffentlich organisieren, aufbauen, aufsetzen kann. Das sind alles diese Themen, über die wir heute reden. Jan. Ganz, ganz herzlich willkommen im Social Media Schnack. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, Thorsten. Und du hast gerade eine Sache gesagt, die mag ich gleich ansprechen. Nicht, dass da Leute dann das in den falschen Hals kriegen. Es ist nicht das Älteste. Frankfurt, meine ich, war das Älteste. Das war 2005, 2006 rum. Barcamp Stuttgart ist erst seit 2008 dabei. Aber es ist das Einzige, was seit dieser guten alten Zeit, sage ich mal, wirklich jedes Jahr konsequent stattfindet. Also auch Corona, wir haben zwei Runden digital gemacht. Wir haben eins mit PCR-Testgeräten gemacht. Da habe ich gesagt, ich ziehe das Ding durch. Aber es ist das, womit für mich alles angefangen hat, mein Herzensprojekt. Und viele von euch kennen ja Barcamps, du hast ja auch gerade gesagt, das ist ein Thema, was dich nicht loslässt, was viele Hörerinnen und Hörer nicht loslässt. Ich mache seit 10 Jahren nichts anderes mehr. Das ist mein einziger Geschäftsinhalt seit damals. Ich habe zwei, drei Sachen nebenbei auch noch versucht aufzubauen. Es haben alles wieder eingestellt. Ich will euch heute mal so ein paar neue Sichtweisen auf Barcamps vielleicht mitgeben, ein paar neue Gedanken. Ich erzähle was über das magische Dreieck, was das mit Barcamps zu tun hat. Und ich beantworte die häufigste Frage zur Barcamp-Liste und gebe euch mal so einen kleinen Ausblick auch, was da in der Zukunft kommen soll, die ist nun auch schon 10 Jahre alt. Jan, natürlich als Einstieg muss eine Frage her. Wie bist du denn eigentlich zum Barcamp gekommen? Kannst du dich an dein erstes erinnern? Und sag mir mal, wie hast du
diese erste Veranstaltung für dich damals, wenn du dich noch dran erinnerst, wahrgenommen? Warum bist du da hingegangen? Und was war dieser Haken, der dich dann eben nicht hat loslassen? Also, das sind verschiedene Aspekte, die zu dieser Frage gehören. Und dann darf ich mich selber jetzt auch gleich korrigieren. Das erste war damals nämlich das Barcamp in Berlin und Frankfurt war mein erstes dann. Damals bei Cisco gewesen als Sponsor. Auch ein Thema, ne? Damals hat Cisco einfach gesagt, hier, ihr kriegt unsere Räume, wir machen alles für euch, kommt zu uns, finden wir cool. Ist ja heute auch nicht mehr so einfach. Und damals, ich habe 2005 angefangen zu bloggen. Ja, war da auch ja relativ früh mit dabei und in dieser ganzen Blogger, frühen Social-Media-Bubble, da sind ja Barcamps auch hochgekommen, sage ich mal. Damals waren Robert Basic und Oliver Gassner so zwei Kontakte von mir, mit denen ich etwas enger zu tun hatte. Und über die bin ich dann auch damals zum Barcamp Frankfurt gekommen. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich da in dieser Vorstellungsrunde durchaus eine gewisse Skepsis hatte. Ne? Und dann aber irgendwann auch da vorne stand und gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was meine Session damals war, ne? Aber ich bin der Jan und ich will da und da drüber reden. Und das hat dieses Eis gebrochen. Ja. Und ich kann mich auch noch gut an eine Session erinnern von Henning Krieg, der war dann auch später auf der Republika und hat dort einen Vortrag gemacht, was ja jetzt gerade auch die Tage gelaufen ist, wieder in der weiß ich nicht wievielten Auflage. Und ich weiß noch, das waren noch so Zeiten, da hat Henning über Weblogs und Recht gesprochen. Und die Session dauerte, ich glaube, 2,5 Stunden. Und ich saß da und habe mitgeschrieben fürs Blog. Ja. Und wir waren bei Cisco. Ja, bei Cisco. Ich meine, eine der großen Netzwerk-Companies. Und trotzdem war für die Gäste das WLAN so zeitlich eingeschränkt. Und als ich fertig war mit Schreiben nach der Session, war dieses WLAN nicht mehr verfügbar. Wir haben es dann auch hinbekommen, dass ich das posten konnte. Also so, das waren so die guten alten Zeiten. Und dann habe ich diverse Barcamps natürlich als Teilnehmer besucht. Ich habe Monate gehabt, da war ich wirklich jedes Wochenende auf dem Barcamp bis von Stuttgart damals bis nach Klagenfurt runtergefahren, ja, oder bis nach Berlin hoch. Das ist ja auch ein ganz schöner Ritt, irgendwie 6-7 Stunden. Und dann kam 2008 eine Gruppe von Menschen zustande, die gesagt haben, wir wollen das in Stuttgart auch haben. Carsten Ulbricht war da dabei, Henning Schürig war da dabei, Martin Koser, das sind jetzt so Namen, die mir so gerade einfallen. Und ja, die Gruppe, und ich habe gesagt, ja, ich bin dabei. Ich kümmere mich, eines meiner Blogs war ein Foodblog, ich kümmere mich ums Catering, ja, das ist so mein Beritt. Oh Gott, wenn ich daran denke, war mit die schwierigste Aufgabe, einen guten Caterer zu finden häufig. Und dann ergab sich das so, dass diese Gruppe, die es dann wirklich gemacht hat, so ein bisschen immer mehr einschrumpfte von diesen 15 Leuten oder so, die das mal waren. Und irgendwann ging es halt drum, ja, wir machen das jetzt und du hast das schon mal erlebt, du warst schon mal dabei. Und so rutschte ich dann so ein bisschen stärker in diese Moderationsrolle rein, ja. Und jetzt gibt es in meiner persönlichen Biografie, und das ist mir erst viel, viel später aufgefallen, eine Situation, dass ich als Jugendlicher immer so ein bisschen das Gefühl hatte, nicht richtig gesehen zu werden. Weil es Situationen in meinem Leben gab, wo das wirklich so war. Und das war dann wie so eine Brille, die ich auf dem Kopf hatte, die mich das immer so wahrnehmen ließ, auch wenn es nicht so war. Also habe ich mir immer versucht, über Physikturniere, über Jugendforscht und was ich da alles gemacht habe, immer so ein bisschen Sichtbarkeit zu erkämpfen. Na, damit war dann so, ich moderiere so eine Veranstaltung auch relativ easy für mich. Ja, wenn ich da so auch eher so aus meinen Nerdzügen denke, das ist natürlich, ne, schon eine gewisse Überwindung immer gewesen. So, was ich in dem Moment gespürt hatte, war dieses, was ich immer so ein bisschen gefühlt nicht bekam, das konnte ich in dem Moment diesen Menschen geben. Weil es beim Barcamp um alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer geht. Ich konnte denen die Sichtbarkeit geben, denen die Bühne geben. Und es ging gar nicht darum, dass ich da vorne stand und gesehen werde, sondern dass ich es ihnen geben konnte. Und das habe ich viel, viel, viele Jahre später verstanden. Das war das, was mich an dieses Format sofort gebunden hat, in dieser Moderationsrolle auch, dass ich
eben so ein Bedürfnis erfüllen konnte. Ja, ab von diesen ganzen, dieser super fachliche Austausch, dieses, das Netzwerken, das sich weiterentwickeln. Ich konnte da ein so zutiefst menschliches Bedürfnis anderen Menschen geben. Und das ist das, was mich daran bis heute auch fasziniert. Ja, und das ist ja auch wirklich eine der haupttragenden Säulen für Teilnehmende, ne? Dieses auf Augenhöhe sein. Ja. Da gibt's niemanden, der besonders ist, sondern alle Menschen, alle Sessions, alle Teilnehmenden, alle Themen sind in einem Barcamp im Rahmen vollkommen gleichberechtigt. Genau. Und egal ob Organisator, Sponsor, Teilnehmende, Teilgebende, alle sind gleich. Und das ist halt wirklich eine unfassbar schöne Situation bei so einem Barcamp. Ja, also gerade auch für diejenigen, die sonst nicht so gesehen werden und sonst nicht so die Gelegenheiten haben, wie viele andere auf großen Bühnen zu stehen, um ihre Themen nach draußen zu tragen, ihre Stimme, eine Stimme geben zu können und sowas. Ne? Ja, prima Sache. Und das ist, wie hat sich's denn entwickelt für dich? Also als du damals dann diese ersten Momente hattest und du hast gesagt, hey, ganz viele Wochenenden, teilweise jedes Wochenende an Barcamps teilgenommen. Was war dein Thema dann während dieser Bereiche? Hast du ein Thema mitgenommen? Hast du die Sessions auch nicht nur moderiert, sondern hast du eben auch Sessions gegeben? Und wie kam dann der Schwung dazu, dass du diese Moderation für dich als Aufgabe in den Vordergrund gestellt hast? Also ich war damals, hatte ich noch ein IT-Systemhaus in Stuttgart, da war ich einer von zwei Geschäftspartnern. Wir haben so größere IT-Projekte gemacht und ich war mehr so für den Webbereich auch tätig, hatte meine Blogprojekte und das waren so Sachen, über die ich gesprochen habe, also übers Bloggen, über die, ne, ich habe damals so eine Aktion gemacht, dass ich zur Fußball-WM war das 2006, zu jedem Spiel zwei Rezepte online gestellt habe im Blog, ja, aus den beiden Ländern, die gegeneinander gespielt haben. Und das waren dann so Sachen, über die haben wir da halt gesprochen, zum Teil auch in die Technik rein. Ne? Also ich kann natürlich auch programmieren. Heute mache ich es nicht mehr aktiv. Dann hatte ich so eine Phase, da werden sich auch einige, die mich kennen, erinnern, wo ich so ein bisschen in so eine spirituelle Richtung abgebogen bin. Dann habe ich so ein bisschen über Selbstfindung und Co. gesprochen. Nun ja, ich bin dann wieder zurück abgebogen, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. und das waren so die Themen. Und direkt nach dem ersten Barcamp, was wir moderiert hatten damals, kam damals die Pop-Akademie in Mannheim und hatte dann angefragt, ob wir das für die auch machen zum Thema Musik, Zukunft der Musik. Future Music Camp nannte sich das. Und die haben, und das war so, wo ich dachte, ach gut, das wird jetzt sicherlich ein bisschen mehr werden. Das kam aber nicht. In der Phase bin ich aus meiner Firma ausgeschieden, habe IT-Projekte als Freelancer gemacht, habe eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und vor 10 Jahren war ich an so einem Punkt, ich mache IT-Projekte, könnte demnächst als Coach starten und ich mache gerne Barcamps. Und da hatte ich so das eine oder andere kleinere Kundenprojekt in Stuttgart für die Gasversorgung Süddeutschland zum Beispiel gemacht und Ähnliches. Und dann stand ich da und habe gesagt, okay, wo hängt denn mein Herz wirklich dran? Und mit der Erklärung, die ich gerade schon gebracht hatte, die ich rückwirkend erst verstanden habe, habe ich damals gesagt, komm, du machst jetzt nur noch Barcamps. Ja, und da waren dann damals einige Leute, die sagten, wie soll das denn gehen? Und wie kann man denn davon überhaupt leben und Ähnliches? Ne? Und ich habe aber damals recht schnell meine ganzen IT-Projekte abgegeben, die ich damals noch hatte. Ja, dann gab es Jahre, die waren besser und Jahre, die waren nicht so gut. Also gerade die Corona-Jahre vermutlich, ne? Wie man sich vorstellen kann. Ja. Aber ich habe das durchgezogen und das ist bis heute das, wo ich sage, das ist wirklich mein Ding. Ja. Und wo ich aufgehe, ja, es gibt Teile, die mag ich mehr. Das ist dann wirklich auf der Bühne stehen, mit den Menschen interagieren. Und es gibt Teile wie diesen ganzen Orga-Rahmen, was man alles vor- und nachbereiten muss. Das, ja, aber das gehört halt dazu. Aber das ist so. Im Kern ist es das. Und wir machen inzwischen auch relativ viel digital. Das ist natürlich mit Corona gekommen. Wir hatten damals ein baden-württembergisches Ministerium als Kunden. Die hatten, wie wir in den ersten Lockdown gingen,
hatten die ein paar Wochen später, Ende April, eine Veranstaltung geplant. Digitize Wood, Digitalisierung Holzbau. Und die ersten 2 Wochen Lockdown waren für mich tiefenentspannt. Ja, weil mein Ansprechpartner dort an diesem Termin festgehalten hat. Und ich dachte, hey, der ist in einem Ministerium, der hat Zugriff auf Informationen, da kommen wir als Normalsterblichen nicht ran. Solange der entspannt ist, bin ich entspannt. Hatte 2 wundervolle Wochen mit meiner Tochter. Meine Frau muss arbeiten. Ne? Die ist wird vielleicht nachher auch nochmal ein Beispiel sein, was sie hier macht. Und als der dann anrief und sagte, Jan, können wir das auch digital machen? Da wusste ich, okay, es wird ernst, die Kacke dampft wirklich. Ja, es wird wirklich schlimm, es wird wirklich lang, was es dann ja auch war. Und dann haben wir innerhalb von einer Woche uns zusammengetan und haben mit einer Technikfirma, mit einem Raumvermieter fürs Studio, mit einer Assistenz und noch ein paar anderen Leuten das für uns erste digitale Barcamp gebaut. Es gab damals schon ein paar. Und da waren viele Sachen, wo ich gesagt habe, so bitte nicht. Ja. Und wir haben dann damals, ich meine, da ging ja noch vieles nicht. Also Zoom und Breakout-Räume waren damals, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ging. Ja, so. Am Anfang noch nicht. Am Anfang noch nicht. Ne? Also da ist ja so viel, was heute selbstverständlich ist, gab es damals noch nicht. Und dann haben wir mit Microsoft Teams eine Lösung gebaut, wo wir gesagt haben, die kommt am nächsten an ein echtes Barcamp ran, wo wir alles zentral haben mit einer Software, nicht 5 verschiedene Tools. Aber Teams war jetzt halt auch nie so der Liebling von allen, sagen wir mal so. Ne? Und seitdem haben wir dann einige digitale Barcamps gemacht, auch sehr positive Erfahrungen gemacht. Wir haben den Tom Klose beim digitalen Barcamp beim ZDF unterstützt. Ja, da hat er moderiert und wir haben dann die Technik zusammengeführt, ganz lustig, Sendetechnik vom ZDF, ja, mit einem digitalen Barcamp zu verheiraten. Wir haben eigene Sendetechnik noch mitgebracht, die sie nicht hatten dort. Und so haben wir da natürlich auch eine wunderbare Welt aufgemacht. Und das ist so einer der Trends, die ich sehe, dass ich sage, mega. Wir haben gerade kommen immer weniger digitale Barcamps. Wir haben gerade logischerweise die Gegenbewegung, dass wir sagen, wir wollen wieder dieses Persönliche haben. Ich sehe aber auf die mittlere Sicht wieder sehr viel mehr digitale Barcamps, weil sie einfach viel effizienter sind. Ja, also wenn es wirklich um diesen fachlichen Austausch geht, um das Lernen voneinander. Du musst nicht mehr reisen, du bist morgens und abends bei deinen Kindern, Nachhaltigkeit etc. Ne? Da spielen so viele Aspekte rein, weshalb ich glaube, dass das in den nächsten Jahren auch immer mehr zunehmen wird. Und ich wünsche es mir auch, weil ich glaube, das ist Teil der Zukunft. Und inzwischen haben wir so viele großartige Tools, die das auch gut ermöglichen. Definitiv, definitiv. Also da bin ich vollkommen auf deiner Seite und deiner Meinung. Also auf der einen Seite, klar, natürlich, Präsenztermine sind toll. Ich finde, Barcamps sind Präsenz toll. Dieses Jahr habe ich mir wieder einiges in den Terminkalender gepackt. Da bin ich sehr froh drum. Digitale Events sind ebenfalls toll. Das, was ich an digitalen Events, wir leben alle davon. Letzten Endes muss man ja ehrlicherweise an vielen Stellen sagen, immer noch nicht wirklich gut finde, ist das Thema Aufmerksamkeit. Mhm. Ja, während wir oft beim normalen Barcamp, bei einer normalen Konferenz relativ fokussiert auf das sind, was da gerade passiert, haben wir in digitalen Events sehr viel mehr Ablenkungselemente. Mhm. Und diese Ablenkungselemente, die sind nicht gut für das Thema Aufmerksamkeit. Das ist das Einzige, was mich tatsächlich ein bisschen daran, mich persönlich daran stört, weil ich mich selber nicht in diese Aufmerksamkeit ziehen kann. Ja, also dann geht wieder eine Mail auf, du kümmerst dich um die Mails, ja. Ja, und das machst du beim normalen Barcamp unter Umständen aus, klappst einen Rechner auf, aber du hast sie nicht permanent offen. Und so diese Dinge, die sind so für mich einfach nur störend. Aber zu einer anderen Sache. Du hast gerade angesprochen, interne Barcamps, du hast das baden-württembergische Ministerium angesprochen, du hast das ZDF angesprochen, viele andere namhafte Unternehmen sind in eurer Referenzliste mit dabei. Aber interne Barcamps und offene Barcamps. Was unterscheidet die beiden für dich, außer dass es eben intern einen geschlossenen Teilnehmerkreis und vielleicht extern öffentlich einen offenen Teilnehmerkreis hast? Was sind die Unterschiede für dich? Der größte Unterschied vom Feeling her auch ist, dass beim
öffentlichen Barcamp kommen die Leute natürlich alle aus eigener Motivation, aus eigenem Antrieb. Das heißt, du hast natürlich viel, viel weniger Aufwand, die Leute vor Ort abzuholen oder auch schon im Vorfeld abzuholen. Ja? Beim internen Barcamp musst du die viel, viel mehr vorbereiten, musst sie viel mehr dahin führen, was sie dort erwartet, wie sie sich einbringen können. Weil du hast zum Teil da bis zu Leuten dabei, und das ist jetzt sorry für die Wortwahl. Ich hatte mal einen in der Abschlussrunde sitzen und der hatte so die Arme verschränkt, ja, wo es ums Feedback ging und meldete sich dann und ich habe ihn halt aufgerufen und dachte, naja, mal gucken, was jetzt kommt. Ne? Also er war wirklich in so einer sehr abwehrenden Haltung. Und so fing seine Sprache auch an, dass er sagte, ich war am Freitag bei meinem Chef, ich wollte heute Urlaub haben, dass ich bei diesem jetzt, sorry O-Ton, scheiß Barcamp nicht dabei sein muss. Und dann öffnete sich seine Haltung, wie er weiter sprach und dann sagte er, und ich bin so froh, dass er es mir verboten hat und ich hier endlich sagen konnte, was für mich wichtig ist. Ja, und das ist dieser dieser Turnaround, sage ich mal, wenn du es schaffst, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstehen, es geht heute wirklich um sie. Es geht wirklich um ihre Themen. Es geht wirklich darum, was sie hier einbringen können, was sie hier lösen wollen, was sie auf dem Herzen haben. Dann entsteht so ein Shift. Ja, und dann ziehen die plötzlich mit. Ja. Und das ist dieses Faszinierende, wenn du da dann siehst, wie die dann rausgehen. Ja. Und da gibt's. Das kenne ich. Das kenne ich sehr gut, was du beschreibst aus der Bildung. Ich bin ja viel auch im Wissenstransfer tätig, habe viele offene Seminare, habe viele geschlossene Seminare, habe Lehraufträge und so. Und diese Menschen, die unterschiedlichen Motivationen dabei zu sehen, trifft genau das, was du gerade beschrieben hast. Ne? Auf der einen Seite das geschickt worden zu sein, in Anführungszeichen, ich muss da teilnehmen. Oder eben der Teil, ich bin intrinsisch motiviert, ich möchte da teilnehmen. Und dieser Shift, der ist da wirklich ja für mich auch dementsprechend zu sehen. Was ist denn der Hauptteil im Moment? Bei dir sind das eher die öffentlichen oder sind es die internen Barcamps, die im Moment, sagen wir mal, das Brot- und Buttergeschäft ausmachen? Das Brot- und Buttergeschäft sind die internen, dass wir das für die Firmen machen. Ja, weil, und da nochmal, da haben wir noch ein bisschen spitzer uns aufgestellt. Ja, wir haben bislang sehr viel gemacht und haben einfach mal vor so einem halben Jahr geguckt, okay, was ist denn der Punkt, wo wir den Firmen am meisten weiterhelfen können. Wo haben sie den größten Hebel durch ein Barcamp? Und natürlich kannst du ein Barcamp eigentlich immer machen in der Firma. Ja? Dass du sagst, du willst effizienter zusammenarbeiten, du willst die Menschen miteinander vernetzen. Ja, du hast eine hohe Fluktuation, die müssen einfach im Kontakt bleiben und so weiter. Aber der Punkt, wo wir gesagt haben, wo wir noch mal viel mehr bewirken können, ist, wenn Unternehmen durch eine Restrukturierung gehen. Ja, der kleine Bruder ist vielleicht dann der Change-Prozess, ja, wo du alle mitnehmen willst. Eine neue Software-Einführung, eine neue Unternehmenskultur. Die große Schwester ist, wir machen einen Merger, wir führen zwei Firmen zusammen. Ja, so, und jetzt müssen die sich mal zusammensortieren. Und da ruckelt's und da werden die Leute ineffizient, die sind unsicher, die wissen gar nicht, wie sind jetzt die Spielregeln, mit wem arbeite ich jetzt zusammen und natürlich auch die Frage, bin ich überhaupt morgen noch da? Ja? Und deshalb gehen wir in diese Situation verstärkt gerade rein und sagen, da wollen wir euch begleiten, da haben wir etwas, was schnell ein Ergebnis bringt. Und das ist vielleicht ein guter Moment, um mal über dieses Dreieck zu sprechen, was ich vorhin erwähnt habe. Gern. Weil es erklärt gerade in den Firmen, warum diese Methode so wahnsinnig wertvoll ist. Und das Dreieck, von dem ich da spreche, habe ich in der Coaching-Ausbildung kennengelernt. Das kommt aus der themenzentrierten Interaktion. Das ist ein Kommunikationsmodell von einer deutschen Psychotherapeutin. Und das sagt, es gibt ein Dreieck, das besteht aus Es, dem Thema, dem Fachlichen. Es gibt das Wir, also das Team, die Zusammenarbeit, das Zusammenwirken. Und es gibt das Ich, das einzelne Individuum mit seiner Historie, mit meinen Sorgen, Ängsten und Nöten. Und die Grundprämisse ist, dass diese drei Punkte, das Ist, das Wir und das Ich, in einer Balance sein müssen.
damit gute Kommunikation gelingt. Und jetzt lade ich dich herzlich ein, wenn du das jetzt hier hörst, denk mal über all die anderen Formate nach, die du kennst als Veranstaltungen, die auch in Firmen gemacht werden. Da ist dieses Dreieck nie in Balance. Ja? Du hast vielleicht eine fachliche Weiterbildung, da geht es um dieses Es-Thema. Da lernst du ganz viel, aber wir und ich spielen keine Rolle. Ja? Das ist so das klassische Setting, auch ein klassisches Mitarbeiter-Event, wo du 5 Speaker auf der Bühne hast. Ja? Die ballern dich mit Informationen zu. So, und da bleibt dann eh nicht viel hängen, weil ich nicht aktiv beteiligt bin. Ne? So, dass ja beim Barcamp auch immer dieses, ich mache mit, ich bin Teil des Herausfindens und dann bleibt auch mehr hängen. So, dann hast du dieses klassische Teambuilding, ich sag mal so salopp, das Bild, was wir alle im Kopf haben, aus Hochseilgarten. Ja? Nur wir, da geht es überhaupt nicht um Themen, da geht es auch kaum um die einzelne Person. Oder du machst ein Mentoring, dann bist du nur auf dieser Ich-Ebene. Noch ein bisschen Team-Fachebene, je nach Mentoring auch. Aber du hast halt immer so eine Disbalance. Und beim Barcamp hast du, ist, glaube ich, der Punkt, wo wir am nächsten an so eine Balance zwischen all diesen drei Dingen kommen. Weil du kannst über alle Themen sprechen, sei es eine Fachebene, sei es eine Teamfrage, wie kann Homeoffice besser funktionieren, sei es was Persönliches. Du wirst persönlich abgeholt, das Team wirkt zusammen und löst konkrete Themen. Also es ist einfach ausbalanciert. Ja, und dadurch kommt und durch diese aktive Beteiligung kommt dann hinten so viel raus. Ja, Wahnsinn. Also schön auch visualisiert. Ja, also auch für diejenigen, die mit Barcamps im Moment noch nicht so viel in Kontakt waren. Und wir gehen jetzt in unserem Gespräch ja relativ eher davon aus, dass Menschen schon mal gehört haben, was ein Barcamp ist und wie es so funktioniert. Aber dafür trotzdem nochmal eine schöne, wirklich coole Visualisierung, warum Barcamps so wertvoll sein können. Prima, danke dir. Wenn wir mal auf die öffentlichen Barcamps schauen, wie hat sich die Landschaft in den letzten Jahren für dich verändert? Sicherlich Pandemie, haben wir gerade schon mal ein bisschen drüber gesprochen, aber auch da nochmal gerne drauf eingehend. Vor einer Weile hatte man, vor der Pandemie, ja, waren Barcamps wirklich überall, immer. Ja, es gab ein Barbecue-Barcamp, das Barcamp Hamburg. Es gab Themen-Barcamps, es gab themenoffene Barcamps und so. Irgendwo war immer großartig was los. In den letzten Jahren hatte man mehr und mehr das Gefühl, dass es zurückgeht. Das war aber sicherlich nicht nur der Pandemie geschuldet, oder? Ich glaube, die Pandemie war, wie in vielen anderen Bereichen, so ein ganz starker Katalysator. Ja. Also ich habe mir vor unserem Gespräch jetzt nochmal die Zahlen angeguckt. Ich betreibe ja die Barcamp-Liste, wo öffentliche Barcamps eingetragen sind. Ich kann nur über diese Zahlen sprechen. Da sind nicht alle drin. Also wenn du Barcamps kennst, die da nicht eingetragen sind, sprich gern die Orgas an, dass sie sich da bitte eintragen. So, ich mache mir mal hier gerade die Zahlen auf. Also das ist so, die Liste betreibe ich so seit 2013, also jetzt knapp über 10 Jahre. Da sind wir damals eingestiegen bei so knapp über 100 Barcamps im Jahr. Das ist dann gewachsen bis 2019 tatsächlich. Kann man eine relativ gute Trendlinie sehen. 2018, 2019 waren wir so bei knapp 240, 250 Barcamps im Jahr. Also es ist über die letzten Jahre bis zum Prä-Corona sozusagen, ne? BC, before Corona, ist es immer gewachsen. Und dann 2020 natürlich der Einbruch auf ungefähr so eine Zahl. Da waren natürlich noch ein paar Monate, die wir mitnehmen konnten, ganz am Anfang des Jahres. Aber da waren wir bei 150 Barcamps, genau sogar, davon 33 digitale. Und dann ist es weiter eingebrochen. 2021, 2022 waren wir so knapp unter 100, jeweils zwei Drittel, beziehungsweise dann ein Drittel digital. Und letztes Jahr ist es so knapp über die 100 gekommen. Also wir waren bei 110 gewesen und das ist jetzt der Kurs, wo wir jetzt auch so wieder sind. Ich schätze, für dieses Jahr 120, 130 Barcamps werden es Ende des Jahres sein. Mit einem sehr kleinen Anteil noch digital, da haben wir gerade drüber gesprochen. Also vereinfacht gesagt, jetzt habt ihr viele Zahlen gehört, kann man sagen, mit Corona ist das Ganze eingebrochen. Und ich glaube, dass da, oder das ist so mein Eindruck,
ganz viel von diesen ehrenamtlichen Geschichten auch weggefallen ist. Ja, das, was ich momentan sehe, ist mehr, dass Firmen was organisieren, die das auch aus Marketing-Sicht für sich nutzen. Ja, da können wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Aber es ist viele Sachen, so Liebhaberprojekte nenne ich sie mal. Und das meine ich ganz wertschätzend, wo die Leute jetzt gemerkt haben, es ist schwer geworden. Die Preise sind zum Teil explodiert für Locations, für Catering. Es wird immer schwieriger, Sponsoren zu finden. Die Leute wählen immer genauer aus, wo gehe ich überhaupt hin. Wir haben uns viel daran gewöhnt. Es gibt ein großes digitales Angebot und Leute melden sich unfassbar spät zu Barcamp, also generell zu Events an. Ja, also ja, das Krasseste war ein digitales Barcamp. Das fing um 9 Uhr an. Und an dem Tag der Durchführung habe ich um 10 Uhr eine bitterböse Beschwerde-E-Mail bekommen, warum die Person sich jetzt eine Stunde nach Beginn nicht mehr anmelden könnte. Krass. Du denkst so, hallo? Also, das macht es halt, wenn du aus so einer Welt kommst, wo du sagst, ich bringe kein eigenes Geld mit, weil das ist vielleicht mein Marketinginstrument. Sondern ich bin auf Sponsoren angewiesen, ich muss da Zeit reinpacken, die mir vielleicht auch in anderen Bereichen fehlt, dann macht es das echt schwer. Also dieses Jahr, ich habe diesen Trend eben auch sehen können, ja, also selber spüren können. Ich war so ein bisschen im erweiterten Mit-Orga-Kreis vom Podcamp in Essen, ja, hauptsächlich Thorsten Runte vom Podcastverein NRW und Stanley Witte, die sich um die Hauptorga gekümmert haben. Ich durfte so ein bisschen begleiten, ein bisschen mitmachen. Auf der anderen Seite war ich als Teilnehmer beim Barcamp Ruhr, beim Barcamp Bonn. Ja, jetzt steht noch so das Barcamp Münster, das Münstercamp steht noch an und das Podcamp in Hamburg steht noch an und so. Und das Community Camp in Berlin. Aber so, was man eben so von draußen an vielen Stellen mitbekommt, ist die Planungsunsicherheit. Ja, eben weil wir so späte Anmeldephasen haben, weil Sponsoren natürlich auch eine gewisse Teilnehmerzahl haben möchten, um dann ein Sponsoring für sich auch gut nutzen zu können und so. Und da beißt sich die Ratte ja häufig in den Schwanz. Ja, und deswegen fand ich das ganz cool, wie Barcamp Ruhr es gemacht hat. Die haben sind hingegangen schon letztes Jahr und haben gesagt, hey, wir brauchen eine verlässliche Teilnehmerzahl. Wenn die Teilnehmerzahl dort ist, also Tickets dementsprechend verkauft sind, haben wir die Grundfinanzierung drin. Hm. Und erst dann können wir tatsächlich zusagen, ob diese Veranstaltung stattfindet oder nicht. Das hat geklappt, Gott sei Dank. Ja, bei anderen Veranstaltungen kann es eben nicht so gut funktionieren. Da hast du dann vielleicht Räumlichkeiten, wo du eine Mindestteilnehmerzahl benötigst und verkaufst die Tickets, aber nicht in der Anzahl, die es benötigen würde, dann lässt es trotzdem stattfinden und hast zu wenig Teilnehmende, damit Unternehmen einen Spaß daran entwickeln können, hier finanziell zu unterstützen und ein Sponsoring zu ermöglichen. Und das fühlt sich im Moment nicht so richtig cool an, weil viele von diesen Veranstaltungen dahingehend nicht mehr stattfinden werden können, wenn das genau so läuft. Also deswegen auch an euch da draußen ein dringender Appell. Wenn ihr an einem Barcamp teilnehmen wollt, dann kauft euch jetzt euer Ticket. Die sind nicht teuer. Ja, wenn ihr teilnehmen wollt, kauft sie jetzt, damit ihr Planungssicherheit bei den Organisatoren und bei den Teams herstellen könnt und ein bisschen die Möglichkeit mit habt, dieses Ding tatsächlich stattfinden zu lassen. Super Aufruf. Also ja, und ich kann da gerne hinterher schieben. Also ein Barcamp, wo ich sehr, sehr gerne anmelden dürft. Du hattest es schon erwähnt, das ist das Barcamp Stuttgart. Und da gehen wir jetzt im Juli in die nächste Runde. Das 17. Barcamp Stuttgart ist das jetzt, wenn man sich das mal überlegt, ne? 17 Jahre. Wahnsinn, Wahnsinn. Und hier muss ich deutlich auch nochmal machen, das Ding machst du ehrenamtlich, ne? Genau. Also da kostet ein Ticket für 2 Tage mit Catering 60 Euro. Ja, also das ist Wahnsinn. Da sitze ich wirklich mit einem super spitzen Bleistift da, ja, und rechne aus, was kann ich, und ein Riesendank übrigens an dieser Stelle an Hubert Meyer, der unterstützt mich da dieses Jahr. Der hat auch uns beide in Kontakt gemacht, also lasst mal schnacken miteinander, ja, also schnackt mal so miteinander. Und
da sind wir, also letztes Jahr haben wir dann auch gesagt, es gibt halt abends kein klassisches Catering mehr, sondern wir müssen Partypizzen bestellen und jeder nimmt sich zwei Stücke und gut, na, oder drei. Also da war genug übrig am Schluss, ne? Keine Sorge, ich müsste nicht hungern. Aber da müssen wir ganz genau gucken. Ja, und ja, mal ganz ehrlich, ich wäre froh, ich habe während der Corona-Pandemie ungefähr 5.000 Euro eigenes Geld da reingesteckt. Ich würde froh sein, wenn das Ehrenamt sozusagen wenigstens die mal wieder zurückbringen würde. Das ist gerade, du hast gerade gesagt, Sponsoren ist schwierig. Das ist, ich sehe das momentan nicht. Und das ist okay, ja. Mhm. Ich meine, ich habe damit abgeschlossen. Aber es ist gerade bei den klassischen Barcamps noch mal schwieriger als je zuvor, weil ich finde, das ist so meine Beobachtung, also wir haben auf der einen Seite so einen Trend hin zu sehr spezialisierten Barcamps. Ja, da sind jetzt so Sachen zum Thema Führung, das ist ganz viel inzwischen. KI ist natürlich gerade ein Thema, wo ich 3-4 Barcamps dieses Jahr allein schon wahrgenommen habe. Nur KI-Themen. KI ist überall immer ein Thema mit drin. Nachhaltigkeit ist seit einigen Jahren, was ich persönlich sehr gut finde, ein Thema, wo einige Barcamps zu kommen. Und dafür kriegst du ein bisschen leichter dann die Sponsoren ran, weil das halt thematisch klar umrissen ist. Das heißt, Zielgruppe ist klarer, Thema ist klarer als bei jetzt einem klassischen themenoffenen Barcamp. Wenn ich sagen muss, naja, wir wissen nicht so genau, worüber gesprochen wird, wir wissen nicht genau, wer da kommt. Da kommt eine coole Community, da kommen aktive Menschen, ja. Und wenn du jetzt aus Sponsorensicht da drauf guckst, und das verstehe ich auch, wenn die sagen, was ist denn mein Return, dann wird es tatsächlich echt durchaus schwierig, da zu argumentieren. Ja? Klar. So, da bin ich in Stuttgart super dankbar. Jochen Weiland begleitet uns jetzt seit 9 Jahren als Hauptsponsor. Ohne den gäbe es diese Veranstaltung nicht mehr. Das muss man einfach so sagen. Und ja, sein Nutzen ist zum Beispiel, er hat darüber Mitarbeitende gewonnen. Ja, jetzt kann man sagen, das Geld, was er da gespart hat für Anzeigen, für Headhunting etc. pp., ne, das rechtfertigt das ein Stückchen, aber es ist mehr Engagement und etwas geben für die Community, als es ist ein wirklich wirtschaftliches Sponsoring. Das muss man, glaube ich, ganz fair so sagen. Absolut, ja. Absolut. Also dieses Sponsorenthema, das geht natürlich vielen anderen Veranstaltungen ähnlich. Ne? Also ich habe viel auch mit Konferenzveranstaltern zu tun und hier gibt es eben auch oft Unternehmen, die früher unterstützt haben dafür ihren Gegenwert bekommen. Der Gegenwert war manchmal ein Slot, manchmal eine Präsentationsfläche, eine Präsentationsmöglichkeit, Sponsoren waren was auch immer und oftmals eben auch die Leads. Die Kontakte zu den Menschen, die teilgenommen haben, den direkten Zugriff auf die Personen, das alles war früher irgendwie attraktiver, muss man dann wahrscheinlich sagen, weil die Vielzahl der Events, die heute natürlich auch da ist, die digitalen Events, teilweise vollkommen inflationär eingesetzt. Du kannst ja wirklich, mach mal LinkedIn auf, guck in die Eventliste und du hast jeden Tag irgendwie was mit vielen Menschen, wo viel Input, wo viel auch Mehrwert übertragen wird und die Menschen und die Unternehmen gleichermaßen haben nicht unbedingt mehr diesen Anreiz, etwas dafür bezahlen zu wollen oder bezahlen zu müssen. Ja. Und dieses Sponsoring ist aber so notwendig für solche Veranstaltungen wie Barcamps, dass ich auch da mir wünschen würde, dass es gute auf der einen Seite Pakete gibt, die finanzierbar sind, auch für kleine und mittelständische Unternehmen, gleichzeitig aber auch einen Mehrwert herstellen. Und vielleicht müssen wir auch da in dieser Organisation, sei es als Konferenzveranstalter oder eben auch als Barcamp-Veranstalter, nochmal ein bisschen neu ansetzen und gucken, wo dieser Mehrwert auch für unterstützende Personen da sein könnte oder unterstützende Unternehmen da sein könnte. Da bin ich auch nicht vollkommen ratlos. Ich glaube, da müssen wir einfach alle gemeinsam kreativ nochmal in uns gehen und vor allen Dingen miteinander reden, um diese Mehrwerte wiederherzustellen, damit solche Veranstaltungen überleben können. Ja. Also das ist wahrscheinlich immer ein komplett eigener Podcast, den wir dazu aufnehmen könnten. Weiß ich nicht, wobei man mit 10 Leuten Brainstorming machen müsste. Klar. Es gibt natürlich auch einen anderen Ansatz. Das macht mein lieber Freund Mike Pfingsten so. Der sagt, ich habe überhaupt keinen Bock auf dieses Sponsorengehasel. Das geht mir so auf den Sack, weil die kommen dann, und das habe ich gerade auch bei einem Barcamp erlebt, mit
Forderungen zum Teil und Sichtweisen, wo du denkst, sag mal, wo kommst du denn gerade ums Eck her? Ja? Und der sagt einfach, das ist mir alles zu blöd. Ich kalkuliere das Ding auf Personenzahl X, ja, dividiere die Kosten durch die Personenzahl und das ist der Ticketpreis. So, und dann bist du halt bei 200 Euro für ein Ticket oder 300 Euro für ein Ticket. Aber wenn das ein Fachbarcamp ist, und da möchte ich auch eine Lanze für brechen, dann ist es das ja auch wert. Also ich meine, wenn du das vergleichst, das ist immer noch weit unter irgendwelchen Konferenzticketpreisen. Und du kriegst, finde ich persönlich, in der Regel das wertigere Event, wo du mehr mitnimmst. So, und dann finde ich dieses ganze Gejammer, dass Barcamps müssen für alle zugänglich sein und das ist unethisch, so viel Geld dafür zu nehmen. Das führt uns nicht weiter. Ja, stimmt. So, und im Gegenteil, wenn ich eine Konferenz, also eine Konferenz ist selber, aber wenn ich ein Barcamp mache, was sich an Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer aus irgendwelchen Unternehmen richtet, da hast du eher die Preishürde nach unten. Ja, wenn du da das Ticket für nur 40 Euro verkaufst, dann sagen die, nee, das kann ja nichts taugen, oder? So, oder sie mutmaßen dann halt eine Verkaufsveranstaltung dahinter. Ja, weil irgendwie musst du dich ja finanzieren. Das versteht ja jeder. Ja, und ich sage immer so, wenn ich ein Barcamp für Hochseejachtbesitzer machen würde, dann würde da ein Ticket vielleicht auch 5.000 Euro kosten. Ja, und dann gibt es da Champagner und Kaviar und das, was die halt so gewohnt sind. Und Entschuldigung, wenn du ein Ruderboot besitzt und dann jammerst, dass du dir das nicht leisten kannst, dann sage ich, ja, aber du gehörst auch nicht zur Zielgruppe. Na? So ist das. Das ist jetzt aber ein bisschen überspitzt. Aber was braucht man denn tatsächlich? Ne? Ich meine, wir müssen jetzt nicht über Haarklein, über Kohle sprechen, sondern tatsächlich, wir haben letztens auch in meinem anderen Podcast mit Kai Truhn, in aller Offenheit heißt er, mal ein bisschen drüber sinniert, warum fallen denn so viele Barcamps im Moment weg, beziehungsweise warum ist dieses berechtigte Monieren darüber, dass zu wenig Sponsoren und so weiter zusammenkommen, warum ist das so tragend? Manchmal hat man auch das Gefühl, jo, alles cool, wenn du damit Geld verdienen möchtest, ist das vollkommen legitim, aber für die Durchführung eines Barcamps bräuchtest du die Kohle eigentlich in dieser Menge nicht. Mhm. Ja. Und was brauchen wir denn? Weil wir reden hier über Etiketten, wo ich meinen Namen draufschreiben kann, wir reden über Räumlichkeiten, wir reden darüber, dass wir vielleicht in Anführungszeichen kostenfreies Catering inklusive haben, müssen wir aber nicht zwingend, selbst kostenpflichtig wäre ja kein Problem. Wir brauchen keine T-Shirts mehr, wie wir früher auf Barcamps bekommen haben. Wir brauchen keine extra dafür bedruckten Blöcke und sowas. Jeder kann sich seinen Stift selber mitbringen und so. Dafür ist es halt nicht zwingend gedacht. Was brauchen wir? Ja, und kriegt man nicht für 2.500 ein geiles Barcamp hin? Ich würde inzwischen sagen, nein. Und zwar aufgrund dessen, also wenn du einen Location-Sponsor findest, der dir eine Location zur Verfügung stellt, wenn du Firmen hast, die ihre Schulungsräume, ne, zur Verfügung stellen, dann kannst du natürlich mit einem sehr geringen Budget hinkommen. Aber also halbwegs passende Locations bist du inzwischen bei, ich sag mal, vielleicht 2.000 Euro am Tag, die du einfach einrechnen musst. So. Und das ist ja auch legitim. Ich meine, die müssen auch von irgendwas leben. Die haben die gestiegenen Stromkosten, Heizkosten etc. pp. Also ich kenne ja auch deren Kalkulationen intern, weil ich da auch einige Leute kenne. Die sagen zum Teil halt auch, ja, wie sollen wir das alles noch managen? Also eigentlich müssten wir noch viel, viel teurer werden, dass sich das überhaupt rechnet. Ja. So, dann brauchst du ein bisschen Technik. So, und dann brauchst du das Catering. Ich bin schon ein Fan davon, zu sagen, wir haben zumindest das Mittagessen immer gemeinsam mit dabei, weil ich vermeiden will, dass die Leute halt mittags irgendwohin essen gehen und dann kommen sie nicht richtig zurück. Ja, sie kommen später zurück. Das ist ja noch nicht mal ihre Schuld. Die sitzen immer im Restaurant, das Essen kommt halt nicht. Ja, so, was machst du denn dann? Also da bin ich ein Fan von, auf jeden Fall mittags zu sagen, alle an einem Ort gemeinsam essen und dann kannst du halt gucken, was braucht es da? Ja, also wenn es halt zu simpel wird, ja, wir dürfen nicht unterschätzen, wie sehr Essen einen positiven oder auch einen negativen Einfluss auf unsere Stimmung hat, ja. So, und dann, da musst du halt ein bisschen gucken. Ich kann jetzt dir da einen Tipp mitgeben, wenn du selber Barcamps veranstaltest,
Ich achte bei den Caterings immer darauf, wenn ich mit denen spreche, wenn ich Angebote bekomme, wie sehr berücksichtigen die Vegetarier oder inzwischen auch Veganer. So, das ist für mich mein Kriterium, woran ich also Professionalität, nicht Qualität, aber Professionalität messe. Und wenn sie das professionell abbilden, dann kannst du mit denen auch Dinge machen, wie in Stuttgart haben wir seit 17 Jahren jetzt Esskultur als Caterer. Ja, so, und da kann ich halt sagen, da kann ich irgendwie 10 Tage vorher noch die Personenzahl finalisieren. Da kann ich das 5 Tage vorher noch machen. Natürlich muss ich dem schon mal sagen, dem Jens, ey, wir sind ungefähr so viele und dann kann ich nochmal 10, 20 hoch und runter gehen. Ja? Oder ich konnte dem mal sagen, hey, wir haben einen Altbüffel-Burger Sponsor gefunden. Kannst du die uns bitte grillen? Ja, jeder andere Caterer würde mich killen dafür. Dass er jetzt das Material von jemand anderem, ne, die hat dann hier Grillmeister bum, 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 auf die Rechnung geschrieben. Also, wenn du darauf achtest, ja, das ist für mich immer so ein Kriterium gewesen. Und das siehst du auch bis heute noch, dass die Leute sagen, ja, die Vegetarier können ja die Beilagen essen, dann haben wir ja genug von da. Ne? Und dann weißt ja, du. Ja, also das ist ja, also die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Also da ist toll, dass an alle vernünftig gedacht wird und nicht mehr so eine Meinung darüber herrscht. Aber ein großartiger Tipp, finde ich gut. Ja. Aber eben nicht bei allen. Du findest heute noch die Angebote. Ne? Ja, Wahnsinn. Ja, das ist so. Ja. So können wir alle noch ein bisschen was dazu lernen. Ne? Genau. Ja. Jan, was magst du meinen HörerInnen da draußen über Barcamps noch ganz, ganz dringend mitteilen? Also einmal veranstalte gerne selber ein Barcamp. Mach das gerne, gerade wenn du Expertin, Experte bist. Dann geh da raus und sag, ich mach das selber. Da darfst du dich gerne bei mir melden. Ich habe gerade ein Format, das heißt Build Your Barcamp, wo ich dich bei diesem Prozess konzeptionieren, wie kalkuliere ich das, was frage ich da an, ne? Wo ich dich da einfach begleite und du am Ende eine Anleitung kriegst, wie kannst du es auch selber moderieren. Das ist etwas, was ich dir mitgeben möchte, damit wir halt vielleicht auch wieder Richtung dieser 200, 250 Barcamps im Jahr kommen. Da würde ich mich total drüber freuen, wenn du Teil dieser Reise bist. Und ansonsten, wenn du in einer größeren Company arbeitest, dann schau mal, macht denn so ein Format für euch intern Sinn? Auch da gerne bei mir melden, lass uns gerne drüber schnacken, lass uns gerne reden. Ich will dir ein abschließendes Beispiel geben. Das war ein Kunde, die Deutsche Lufthansa, mit einem Barcamp für 200 Leute gemacht. Und in der Sessionplanung, als ich sagte, so jetzt kommt ihr mal nach vorne, wenn ihr ein Thema einbringen wollt, sind 70 Leute aufgestanden. Und die haben gesagt, wenn sie in dem Moment die Energie im Raum hätten abfüllen können und den Menschen mit nach Hause geben, dieses, wir wollen hier was ändern, wir wollen hier was voranbringen, dann hätte das schon den hinreichenden Effekt gehabt. Und was eben passiert in den Firmen, und davon wünsche ich mir auch viel, viel mehr, gerade in diesen Zeiten von hoher Fluktuation, von viel Stress, ist das, was bei iFixit passiert ist. Das werden auch einige von euch kennen, diese Reparatursets für Handys und Co. Die haben ein Barcamp gemacht, wo sie ihre Führungsteams aus USA und Europa zusammengeführt haben und haben gesagt, unsere Zusammenarbeit hat sich um 100% verbessert. Jede Menge dabei, großartig, finde ich wirklich prima. Danke dir, Jan, dafür. Und natürlich auch der andere Aufruf, den hauen wir nochmal mit rein, nämlich zum Barcamp Stuttgart, 13. und 14. Juli in Stuttgart. Ein themenoffenes Barcamp, geht hin, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Ich persönlich bin noch nicht sicher, denn es gibt gleichzeitig ist das CCB in Berlin. Mhm. Und sollte ich noch eine bezahlbare Unterkunft finden, da ist nämlich gleichzeitig irgendein EM-Spiel an dem Wochenende, was die Hotelpreise in die Höhe getrieben hat. Sollte ich noch eine Unterkunft finden, bin ich beim Community Camp. Aber wenn nicht, dann komme ich auch vorbei. Ich habe zwar noch kein Ticket reserviert, werde das aber nachholen. Ich stehe im ständigen Kontakt mit Hubert. Also von daher freue ich mich schon sehr drauf, wenn ihr es wieder durchzieht. Ich freue mich auch auf ein Review dann und wir werden es mit Sicherheit auch überall lesen können, was da so passiert. Genau. Dann habe ich noch einen abschließenden Aufruf an euch. Reist alle an diesem Wochenende nach Berlin, bucht die Hotels aus, damit Thorsten nach Stuttgart zum Barcamp kommen muss.
Ja, sehr schön. Ja, Jan, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für die Plauderei über Barcamps im Allgemeinen und natürlich auch über die Dinge, die dich so dabei motivieren und rantreiben. Es war toll. Danke, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören. Danke für eure Zeit. Danke für deine Zeit und die Einladung, Thorsten. Sehr, sehr gerne. Und für euch natürlich wie immer der Hinweis. Erstens, Montag kommt eine neue Folge vom Social Media Schnack Update. Da geht es immer rund um Bücher, Veranstaltungen, alles mögliche. O-Töne von irgendwelchen Dingen, die ich so eingesammelt habe. Und Donnerstag natürlich immer um 10 die neue Episode vom Social Media Schnack Podcast. Und da immer mit Gast oder Gästin. Wenn ihr dranbleiben wollt, tut das gerne. Kommt in den WhatsApp-Kanal unter whatsapp.social-media-schnack.de oder wenn ihr Feedback abgeben möchtet, auch im Ton, dann sehr, sehr gerne über feedback.social-media-schnack.de. Dort hinterhängt Speakpipe. Dort könnt ihr bis zu einer Minute und einem, ich glaube, 30 Sekunden ein Audio-Feedback hinterlassen und ich schneide das dann gerne mit ein. Wenn ihr mich unterstützen wollt, tut das gerne durch ein Abo oder eine Bewertung auf den Social Media oder auch den Podcast-Plattformen. Ich freue mich wirklich sehr und wir hören und sehen uns da draußen. Alles Gute für dich, Jan, und alles Gute fürs Barcamp Stuttgart. Bleibt sauber. Bis bald. Schluss für heute beim Social Media Schnack. Alle Infos, Episoden und Mitmachende findet ihr unter www.social-media-schnack.de. Ihr habt Vorschläge, Themen, Anregungen? Meldet euch, schreibt, ruft an. Wir freuen uns.